Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video in GTA Online, denn heute hat Rockstar Games ein neues Fahrzeug hinzugefügt, und zwar der Imperial Vector. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es ein neuer Sportwagen in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, solltet ihr noch einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen in GTA Online. Aber gut, Leute, ich würde sagen, starten wir doch mal direkt. Denn wo könnt ihr das Fahrzeug denn käuflich erwerben? Dieses Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport und in meinem Fall, Leute, kostet das Fahrzeug $1.338.700. Gut, das ist ein sehr, sehr krummer Betrag, Leute. Das bedeutet, ich habe schon den vergünstigteren Preis durch das LSK mit Level. Für euch wird es wahrscheinlich ca. 1,7 Millionen GTA-Dollars kosten, aber gut, ist halt so. Was kann man denn zum Tuning von diesem Fahrzeug sagen? Natürlich ist das Tuning hier auch sehr ähnlich wie von den anderen Fahrzeugen aus diesem DLC. Ihr habt natürlich hier wieder wirklich viele Stoßstangen als Auswahl, ihr habt Motorhauben als Auswahl, ihr könnt wieder viel am Motorblock machen, wo hier auch die erste Besonderheit auffällt. Diese Motorblockstrebe, also diese Befestigung über dem Motorblock, die könnt ihr tatsächlich auch einfärben, wie das Fahrzeug halt lackiert ist. Was natürlich deutlich cooler ist und mehr zum Design passt. Außerdem, Leute, könnt ihr hier, was auch sehr besonders ist, bei der Federung vom Fahrzeug, werden hier die Fahrzeuge eigentlich nur tiefer gelegt, aber bei diesem Fahrzeug sind die Reifen dann so. Also die sind schräg, die Reifen. Falls ihr euch erinnert, Leute, vor ein paar Updates hat das Rockstar Games mal bei ein paar Fahrzeugen versucht und es kam, glaube ich, relativ so lala an. Aber Rockstar Games hat sich hier wieder gemacht und das ist das erste Fahrzeug aus diesem DLC, wo das hier der Fall ist. Also das ist ja auch sehr, sehr besonders an diesem Fahrzeug. Was lässt sich denn sonst über dieses Fahrzeug denn sagen? Also das Fahrzeug ist natürlich hier ein Sportwagen und vor allen Dingen, es hat Allrad. Das bedeutet, könnte Vor- oder Nachteile geben, je nachdem für was ihr es benutzen wollt. Nachteil, Drifting mit Allrad ist schwieriger, Leute. Also das kann ich euch schon mal sagen, es ist schwieriger. Er bricht nicht mit so mit einem Heck aus und etc. Deswegen, Leute, Drifting-Auto eher weniger. Aber dafür kann es eventuell im Rennen was mitreißen. Also was ich schon mal gesehen habe, Leute, beim Fahrgefühl technisch, dass dieses Fahrzeug sehr, sehr schnell beschleunigt. Aber Leute, Endgeschwindigkeit hat dieses Fahrzeug nicht so schnell wie der Collider oder Jester RA zum Beispiel. Da sind die beiden zum Beispiel besser. Aber gut, Leute, ich muss sagen, kommen wir doch mal zur interessanten Sache. Denn wie sieht das Fahrzeug denn gemoddet aus? Und Leute, zack, boom, bam, ich habe das Fahrzeug schon gemoddet. Und Leute, was lässt sich hier sagen? Das Fahrzeug hat auch so gesehen Secret Designs. Also wenn ihr gemoddete Fahrzeuge bekommen könnt mit Secret Designs, gibt es hier zum Beispiel dieses Schlangendesign. Aber es gibt noch so ein Comic-Design und noch ein paar andere Designs, die so lala sind, ne? Aber Leute, auf jeden Fall sieht so dieses Fahrzeug zum Beispiel gemoddet aus mit Formel 1 Felgen. Und wenn ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, Leute, dann kommt doch gerne mich mal in meinen GIF-Castle Friendstream besuchen. Denn am Freitag, den 13.8. werde ich wieder einen GIF-Castle Friendstream veranstalten. Aber gut, Leute, das generell war es schon zu diesem Video rund um dieses Fahrzeug. Ich meine, so viel gibt es halt leider nicht zu erzählen. Das Tuning ist generell, ja, ist okay. Man erkennt es ja schon von anderen Fahrzeugen. Also Rockstar Games war hier nicht besonders kreativ. Aber gut, Leute, wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wommert. Ciao.